Artikelnummer SCP-1959 Objektklasse Euklid Sonderverwahrungsverfahren SCP-1959 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verwahrt. Alle Observatorien innerhalb des Bereichs 50 Grad Nord und 73,2 Grad Süd des Äquators müssen von der Foundation überwacht werden. Jedem, der das Objekt möglicherweise beobachtet hat, ist ein Amnestetikum zu verabreichen. Sollte es gelingen, das Objekt einzufangen, ist es in die speziell errichtete Verwahreinheit in Standort zu verbringen. Beschreibung: Bei SCP-1959 handelt es sich um einen weißen Raumanzug ohne sichtbare Markierungen oder Abzeichen, der, abgesehen von ein paar kleinen Unterschieden, dem SK-1-Modell ähnelt, welches im Vostok-Programm Verwendung fand. Der Anzug selbst scheint unzerstörbar zu sein. Das Visier des Helms ist stark beschädigt und beschlagen, sodass eine Beobachtung des Innenraums nicht möglich ist. Bisher sind alle Versuche, mit SCP-1959 zu kommunizieren, gescheitert. Weiterhin gibt das Objekt eine erhebliche Menge Gammastrahlung ab. SCP-1959 scheint mit einer relativ konstanten Geschwindigkeit um die Erde zu kreisen. Die Position des Objekts variiert zwischen einem erdnahen und erdfernen Orbit. SCP-1959 durchbricht aber jedes Hindernis auf seiner Bahn und verursacht schwere strukturelle Schäden. Während das Objekt zwar zur unabhängigen Bewegung fähig ist, bleibt es die meiste Zeit jedoch bewegungslos. Im Fall, dass es zu Bewegungen kommt, scheint das Objekt Anzeichen schwerer körperlicher Belastung zu zeigen und es wurde beobachtet, dass es ab und an versucht, sein Visier zu zerstören. Es wurde von Fällen berichtet, in denen SCP-1959 für kurze Zeit an Ort und Stelle schwebt, bevor es sich wieder weiter bewegt. Beobachtungen zufolge, die in diesen Fällen unternommen wurden, scheint das Objekt sich gegen die Wirkung einer unsichtbaren Kraft zur Wehr zu setzen, bevor es von besagter Kraft weitergezogen wird. Anhang 01. SCP-1959 wurde erstmals am 1971 von der Besatzung an Bord der im niedrigen Erdorbit schwebend beobachtet. Die Beobachtung dauerte 3 Stunden, bevor die Besatzungsmitglieder das Objekt aus den Augen verloren. Anhang 02. Nach einigen Nachforschungen über das sowjetische Raumfahrtprogramm und freigegebenen Dateien haben wir Grund zur Annahme, dass es sich bei SCP-1959 entweder um Alexei, Andrei oder Sergei handelt. Weitere Forschungen sind notwendig, um die Identität von SCP-1959 endgültig festzustellen. Dr.